90 Seiten hat das jüngst präsentierte Wahlprogramm der ÖVP. Die Neos mögen es kurz und knapp mit 9 Seiten. 100 Forderungen hat die FPÖ, 200 Seiten der sozialdemokratische Plan A, dazu noch 60 Seiten in Grün. Zeit reinzulesen hat statistisch nicht mal jeder 10. Österreicher, obwohl das im Netz einfach wäre. Was steht hinter Schlagworten wie Chancen, Gerechtigkeit, Fairness? Welche Botschaften kommen an? Nicole Campel. Da sind sie wieder, die Dreieckständer für die Wahl. Doch so sehr die Botschaften auch um Aufmerksamkeit buhlen, nicht immer kommen sie bei den Wählern und Wählerinnen an. Wofür steht denn die SPÖ für Sie? Die SPÖ. Die ÖVP? Naja, dass alles neu ist. Die FPÖ. Schon lange nichts mehr gehört. Grün, 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 Bio und mir fehlt Inhalt bei den Grünen. Es sind die Neos da. Habe ich keinen. Nein, kann ich Ihnen keine Antwort geben. Ja. Dabei gäbe es ja eigentlich genug Inhalte. Ein Parteiprogramm und vor jeder Wahl zusätzlich noch ein Wahlprogramm. Viel Inhalt für wenige Interessierte, wie Peter Filzmeier sagt. Es gibt Studien, die besagen, Parteiprogramme im Originaltext, das lesen 2-3%. Bei den Wahlprogrammen, also knapp vor einer Wahl, ist es etwas besser, aber immer noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Entscheidend sind also eher die Kommentare dazu oder das, was von den Parteichefs und Spitzenkandidaten überschriftenartig wiedergegeben wird. Kleine und mittlere Einkommensbezieher unterstützen. Dass das Kernproblem die Klimakrise ist. Die Einstellung zu Europa. Wir müssen dafür sorgen, dass es gute Einkommen gibt. Einen Mindestlohn zwischen 1600 und 1700 Euro. Politiker, die ihren Wahlkampf ja auch über Massenmedien führen, müssen verkürzen, teilweise sehr brutal, und das kann man ihnen nicht vorwerfen. Sind also die Medien schuld? Die beiden Moderatoren der neuen ORF1-Wahlsendung Nationalraten spielen den Ball zurück. Es ist manchmal nicht so leicht, weil das von den Politikern her auch nicht funktioniert. Also man stellt eine Frage und man bekommt dann vielleicht viermal hintereinander dieselbe Antwort, weil der Politiker seine Botschaft herüberbringen möchte. Die nicht einmal die Frage beantwortet. Richtig, die nicht die Frage beantwortet. In der Sendung geht es auch darum, was Bürger und Bürgerinnen von den Parteien wissen, welche Botschaften ankommen und welche nicht. Was aber Politiker, wenn sie ihre Message nicht rüberbringen, gerne tun, ist, dass sie das berühmte Spiel Blame the Messenger machen. Dann sind auf einmal wir schuld. Die Botschaften sind eigentlich unterschiedlich und manchmal sogar gleich, wie etwa Fairness. Wer steht am ersten für Fairness von den Parteien? Die SPÖ, dann würde ich sagen, letztlich auch die ÖVP. Vielleicht die Neos, ich weiß es nicht. Ja, Fairness ist ein dehnbarer Begriff im Moment. Ja gut, das ist ja Wahlkampf. Man muss unterscheiden zwischen Wahlkampfzeiten und damit speziell dem Wahlprogramm. Da wäre es naiv zu glauben, dass nicht das strategische Ziel schlicht und einfach ist, ich möchte bei der nächsten Wahl gewinnen, schon auch mit inhaltlichen Aspekten, aber vor allem mit deren Kommunikation. Und deswegen gibt es sie auch nur in Wahlkampfzeiten, die Dreieckständer mit ihren Botschaften.